willkommen zu einer neuen Session von Let's Play School of Mana Together. Together, genau, du sagst es, Michi. Und wir gehen jetzt eben. Und von Aquari haben wir erfahren, dass der Mana-Sam entführt worden ist. Sie sind nur so schnell hingegangen, hat sie ja gesagt, ja, der Mana-Sam ist gestorben worden, aber sie meint nicht, dass es eben diese. Das Imperium ist. Das ist genau jemand anders. Okay, fragen wir den guten Victor. Die Diebe sind unten. Sie wollen als nächstes den Lava-Tempel überfallen. Ich gehe in den Tempel und kümmerst du dich um die Diebe. Sei vorsichtig, du weißt nicht, was dich erwartet. Doch, was ist? Das Schiff der Diebe ist in diesem Loch. Warum will ich dieses Loch gehen? Ne? Wohin? Aha, ein Schiff. Ein Schiff. In einem Loch. Loch. In einem Loch. Loch. Sehr komisch, ja. Mal schauen, was uns erwartet. Aha. Mhm. Muss man sagen, im Ziel ein interessantes Getriebe, meine Freunde. Ist ziemlich was los. Ja, genau, ein Getriebe. Peitschen oberhalten, ja, Getriebe. Und schauen wir mal, was uns erwartet. Ja, wer ist das? Wer sind die? Oh. Der Mana-Sam des Wassers! Wie seid ihr hereingekommen? Was werdet ihr bereuen? Ihr wollt wissen, wozu wir den Mana-Sam brauchen, ne? Ach, der Boss ist männlich. Weiblich. Wir dachten immer, es ist männlich, aber es ist weiblich. Das wissen wir doch. Nicht ihr! Wir brauchen den Samen, um unseren Superroboter in Gang zu bringen. Wir nennen ihn Trillboy. Aha. Genau! Schaltet ihn an. Genau, ja, ist hier. Der Boss und seine Diese, diese Blackbox sind auch mechanisch. Mechanisch. Und wie Getriebe? 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 Wie funktioniert dein Getriebe eigentlich? Zahnräder. Oh, da steht er schon. Schnappt sie euch, Jungs! Schaltet unseren Trillboy an. Ah, was war das? Zu viel Energie, er ist außer Kontrolle. Entferne den Samen, benutzt die Notenergie. Oh, das ist der Trillboy. Trillboy, er hat zwei schöne Hammer. Die sind, wenn der uns tritt, dann werden genau gezappelt. Oh, Zappler, Hilfe. Und ich glaube, er hat auch gar keine Schwachpunkte, also können wir weder Rocky noch Frost einsetzen. Genau, also mit unseren eigenen Waffen schlagen. Mit den, wie nennt man so eine Waffe nochmal? Normal, oder? Ja, also keine. Das ist keine ja, die machen halt keinen magischen Schaden, würde ich sagen, oder? Ja, genau. Angriffsschaden. Ja! Oh Gott! Oh, wie der zieht voll! Schau mal! Oh, man kann ja tanzen, wenn man sich als Tappler aufhört, das ist voll witzig. Let's dance, oh Gott! Ich kann nicht angreifen. Nein, wir stehen ganz doof, ganz blöd. Nein, ich habe keinen Empfang mehr gehabt. Was, keinen Empfang? Ja, woanders hinzugehen wegen. Du weißt schon, die Verbindung zueinander. Ja. Die ist hier beschränkt. Das unsichtbare Band, das uns vereint, hat mich gehindert, weiterzugehen. Aber du musst nicht mal angreifen, ne? Was macht denn dieses? Ach, Angriff, Ausweichen. Das jetzt Angriff wird. Ach, deswegen zieht er uns so viel, wenn er sein. Angriff. Ja! Ja, okay, komm her. 33 Damage. Nein! Du musst doch warten. Du musst ganz warten. Ich habe auch immer diesen blöden Mittelangriff da. So ein Steck, den man mit einem haben will. Schaut der in der japanischen Version nicht sogar anders aus? War das der? Nee, das ist aber das ist ein anderer, also, war ein anderer, oder? Ein anderer, ja. Okay. Oh, ich ja, stimmt, 17. Ich erinnere mich. Du musst doch ein Bonbon essen. Ein Bonbon hilft, in Notlage. Auch heilen, Froster. Ach, stimmt. Angriff, jawohl, hab ich ihn gezogen. Warte, ich weiß nicht, müsste da Magie was? Ich glaube nicht, gell? Ja, keine Ahnung, kannst du schon einsetzen, aber. Ja, eigentlich kannst du schon zaubern. Sollen wir mal probieren, ne? Ja, kannst du zaubern. Nimm's ein Froster. Ich hab oh, du hast noch 4 Punkte. Ah ja, stimmt, wir haben die gute Aquari hat einen nicht geheilt. Also stimmt. Ah, oh, das sieht ja wunderbar. Wunderbar. Oh, das ist ja schon aus seinen Rollen in Rettung unterwegs. Ja, schön. Müsst ihr schon mal die Hälfte. Oh, schön, Junge. Geil. Okay. Der Junge, der hat einfach. Der ist einfach. Das ist einfach super. Ich zauber einfach so viel, bis er drauf. Oh, okay, wir zaubern nicht mehr. Oh, wieso haben wir echt nicht. Ach stimmt, hat die uns nicht geheilt, wir haben auch nicht übernachtet, gell? Ja, aber eh dafür kämpfen und so. Das ist eh gleich tot. Ich ziehe immer am wenigsten, aber ich bin am schwächsten, gell? Oh Gott, Michi, du stirbst, ich würde mich mal heilen, kleiner Tipp so. Danke für den Tipp. Bin bei. Ich heile euch alle. Together! Ja, oh, okay. Super, wir haben den Essen. Diesen ersten Typ hier gleich noch super gemacht, super gemeistert. Gleich vermöbelt. Diese Blackbox hier. Jetzt können wir eine Runde immer schlafen. Mhm. Das haben wir gemacht, oder? Hier? Euch gezeigt? Nee. Doch! Nee. Nee, oder?
Und weiter geht's. Weiter geht's. Wait to go. Ich bin noch geheilt von dir, geile. Schwer oberhalten. Sehr schön. Irgendwie wir unsere Waffen trainieren. Sehr schön. Da. Und die Stigis-Musik, die wir auszuwählen. Wir werden uns später sprechen. Bis später. Anna ist zurückgekommen. Jawohl. So, Rick, Wasser weg. Komm, wir bringen ihn zum Wasserpalast zurück. Und wie war es bei den Dieben? Victor ist mit seinen Soldaten schon weg. Okay. Später müssen wir noch mal zu diesem Ältesten hin. Der gibt uns noch etwas. Machen wir das Schlätzchen. Okay. Okay. Schlafen wir und dann 15. Auf. Das ist gar nichts. Gar nichts. Wir waren schon mal mit Tante Dritt 15. Schon wieder 5, eine Übernachtung. Das erste Dorf hat es nur 5 gekostet. Stimmt. Aber auch auch wenn wir da zu dritt gewesen wären. Dann wäre... Ich will speichern. Das speichern wir. Okay, würde ich sagen... schnell mal die Waffen. Ja. Dann würde ich sagen, sehen wir uns bei Aquaria wieder. Dann bringen wir den Samen zurück und dann schauen wir, wie es weitergeht. Stimmt. Sieht aus, als wäre hier schon alles erledigt. Der Berti, der Schmied. Schon einmal Speer. Dann Peitsche. Okay. Auf geht's. So, jetzt müssen wir schon ein paar Sachen schauen, was uns hier erwarten wird. Monster? Hä? Was ist denn da los? Hä, was machen die? Die waren doch hier sonst noch nie. Ja. Das kann nur eins bedeuten. Und vorhin waren die auch nicht da, als der Samen nicht da war. Nee, die waren. Also, der Samen vorher weg war, da waren wir hier. Alles ganz normal. Quasi, da war hier ganz alles normal, nur das hat der Samen oben gefehlt. Da war dann so ein kleines Loch. Kleines Loch. Oh, was machen die Fische hier? Weiß nicht. Sie schlafen hier, Schiffe. Weil wir sagen, es könnten die von da drüben sein, aber wie sind die hier rüber gehuscht? Weiß ich nicht. Bitte ist nichts Gutes. Hier stimmt wohl etwas nichts. Nicht. Okay, gehen wir nach oben. Oh, was ist das denn? Kennen wir noch nicht. Die Poseidon-Kröte. Das ist benehmend. Die kann plott. Zwei Fische. Wollen wir hier alle kämpfen? Mhm. Jetzt schläft sie hier. Nee, die ist benebelt. Benebelt, dann hat sie diesen Blau auf dem Kopf. Die schläft. Weißt du, dass immer die Fledermaus eingesetzt hat? Mhm, ich weiß schon. Der Fisch ist schwach. War mal stark. Komm her, du! Süßer. Schön, wolltest du hier ohne Schlafgewohnheiten reden? Mhm. Sehr, sehr interessant. Also, ja. Ich erzähle mal von meinen Schlafgewohnheiten. Also, es geht so als Thema, wie. Das ist ja auch nicht so klein. Ja, also. Also ich meine, wenn ich schlafe, ich bin so... Okay, ist andere Musik auch. Stimmt, also ich schlafe immer... Ich drehe mich meistens immer zur Wand. Also wo die nächste Wand ist, da drehe ich mich immer. Und ich schlafe dann meistens immer so auf der rechten Seite her. Also weil bei mir, in meinem Bettchen ist... Und früher hast du immer links geschlafen? Früher habe ich immer links geschlafen, weil da stand im Betten noch anders rum. Ja. Als ich meinen Rücken eine Verletzung hatte, da konnte ich auch ewig lang nicht links schlafen, da musste ich immer rechts schlafen. Oder nein, nein, das war aber voll die Umstellung, dann konnte ich ein halbes Jahr so nicht schlafen. Oh, jetzt will ich auch. Aber irgendwie lag ich auch immer zur Wand. Aber mittlerweile kann ich auf jeder Position schlafen. Also links, rechts, auf so. Bauch zum Beispiel auch. Und auf dem Rücken. Ja. Könnt ihr mal schreiben, wie ihr schläft, Leute? Ja. Aquaria! Renn schnell weg! Wen haben wir denn da gestanden? Ich bin Markus, mit C geschrieben. Vom Imperium. Gib mir sofort den Samen oder Aquarium muss sterben. Nein, tut es nicht! Was macht ihr? Aushändigung oder weg? Aushändigung oder dieses Aquarium stimmt, oder? Ja, war nicht. Guter Junge. Kobold, du warst ein Junge. Koboldin. Das Imperium. Oh mein Gott. Nein. Endlich haben wir den Samen. Jetzt können wir das Siegel brechen. Das wagt ihr nicht. Soll ich euch was Lustiges erzählen? Ja, wenn ihr euch schlecht macht. So, lustige Geschichten. Oh! Oh, ich sehe Beine. Ihr werdet jetzt sterben. Knackige Beine, knackige. Was sind die Beine? Japa-Yoki, oder so? Japa-Yoki, ja. Das ist ein zweiköpfiger Dinosaurier. Und er schnappt gleich nach mir. Nur so das Zauber, Steffi. Denn er ist gegen Rocky. Allergisch. Er mag den Rocky nicht. Nee. Wir können nicht abhauen von hier. Gott. Du hast ja auch für was dieses große Becken. Ja, stimmt. Das hätte man sich denken können. Immer wo ein. Ich weiß nicht, das ist immer zu typisch in manchen Spielen. Da gibt es immer, wo ein großer Raum ist, ist immer Action angesagt. Ist große Action immer angesagt. Oh, Giftgas. Oh Gott. Helf mir, Mann.
Ich halte. Ich höre nicht mehr so knuschig. Ah, der Dino, der Drache Dino hat einen Kopf verloren. Oh Gott, wie schnell läuft's. Es hängt doch noch. Oh Gott, hä? Nimm das, du das ein Freak. Aber Jappajocki, Jappajocki. Denk ein bisschen Juppa, ein bisschen Jappajocki. Oh, der ist zuschnappt. Kann er nachschnappen, damit sie zaubern, ja? Aber der kann doch nichts. Doch, ein Glaubschippi. Oh! Nein, doch nicht klappt. Jawohl, okay. Ja, easy. Aber andere Stärke, gell? Ja. Wir haben schon zwei Endgegner hier in diesem Part. Das ist der richtige Action, mein Gott. Ja. Und weiter geht's. Das kommt so oft. Ja. Aber es ist cool. Und weiter geht's. Zieht sich durch wie ein roter Faden. Und die Musik auch. Super Musik. Oben oberhalten. Ja, Mann. Okay. Ja, die Siegesmusik. Wir gehen immer rechts hin. Den rechten Weg. Folgeweg. Fürs Erste haben wir das Imperium des. Fürs Erste haben wir die Truppen des Imperiums aufgehalten. Keines der Monster hat, das sie nach Pandoria geschickt haben, ist noch am Leben. Ja! Das hier habe ich übrigens gefunden. Sie müssen es verloren haben. Das ist ein schönes. Oh. Peitschen auferhalten. Oh, den wir gerade verlieren, ist ja schön. Jopa, die Zeit rennt uns davon. Ich werde schon mal nach Hause gehen und dort auf nach dem Rechten schauen. Denk daran, reaktiviere erst dein Schwert, um die Mana-Festung zu bezwingen. Das Kanoni-Reisebüro am Quelldorf hat dich kann dich ins Hochland befördern. Okay. Ah, was weiß ich. Benutze das Schwert, um den Samen wieder zu versiegeln. Ja. Okay. Machen wir das doch mal. Grund Schnee. Da hinten sehen wir so schön aus. So blau. Glasplatten. Gell? Große Fenster. Glas, nichts. Können wir es gehen einfach? Kann sie zeigen, ob ihr da? Dunkle Mächte sind hinter dem Mana-Schwert her. Um Samen. Sie zu besiegen. Hinter dem Samen her. Danke, Michi. Bitte. Um sie zu besiegen, musst du zuvor das Mana-Schwert reaktivieren, indem du acht Paläste, diese Welt besuchst und dort die Mana-Samen mit dem Schwert berührst. Gehe zunächst auf den Schicksalsberg, um dort Lunar zu treffen. Er hilft dir weiter. Heißt uns nicht mehr? Okay, dann haben wir uns auch. Und wo ist die Heimat von Victor? Leute, das erfahrt ihr nur in diesem Let's Play mit uns. Ja. Und ich weiß, ihr könnt auch selber spielen. Gib niemals auf. Okay. Dann begeben wir uns jetzt zum Quelldorf. Und zuerst schauen wir noch kurz am Zwergendorf hier vorbei. Dann können wir die Orben verstecken, die Waffen. Und dann kriegen wir noch von dem Ältesten ein Geschenk. Ja. So back to the. To the Zwergendorf. To the Dwarfs. Nein. Und wie war's bei den Dieben? Gut, dass ihr vorbeigekommen seid. Ich habe ein Geschenk für euch. Dieser Hammer hat magische Kräfte. Ja, Schau mal an! Ja! Sehr schön. Okay, sind wir hier komplett fertig? Ja. Zeig mir nur eine coole Abkürzung. Zum Nachmachen oder selber? Darf man da zum Gucken? Wundertau. Sind wir wieder draußen? Jetzt können wir Richtung Quelle aufgehen. So, jetzt haben wir noch bei Raffis schnuckligem Hotel vorbeigeschaut. Mhm. Es liegt sehr schön hier mit dem See. Das ist eben jetzt der. Wir laufen schon einmal um. Das ist der einzigste Raffi, der noch in diesem Gebiet wohnt. Die anderen sind alle weg. Oder er ist jetzt wieder zurückgekehrt. Wie auch. Ja, genau. Wie man sagen will. So, ja. Ich will noch was zu Schlafgewohnheiten schlagen. Und zwar. Du willst etwas zu Schlafgewohnheiten schlagen? Erzählen oder. Sagen. Sagen, genau. Sagen, echt lustig. Leute. Auch eine sehr spannende Frage, und zwar, wie schläft ihr denn am liebsten? Schläft ihr eben mit einer dicken Bettwäsche oder einer ganz dünnen? Ja, Bettwäsche. Achso, Bettwäsche, ja. Also, Zudecke meine ich. Ja, ja. Okay. Oder... Und was mit dem Kissen mit lieber ein weiches oder ein hartes oder so mini, so kleine Kürze oder lieber doch so ein großes? Also ich muss sagen, ich schlafe lieber auf einem großen, etwas weicher, aber nicht zu weich. Ich mag auch lieber die dicken Decken. Ich bin so ein Mensch, ich brauche immer Sommer eine Decke. Ja, auch allem. Und was Steffi immer macht, ist immer so eine Art bei den Füßen, wir schlagen immer nach unten die Bettdecke. Wie so ein Raupen. Ist gemütlich. Okay, sind wir. So. Könnt ihr mal schreiben, wie ihr das immer so macht? Würde uns mal interessieren. Fliegen wir noch hin, oder? Ja. 50 Goldmünzen pro Flug! Willst du Wasserplatz? Wasserplatz oder ins Hochland? Natürlich, das ist nämlich der gute Victor gesagt. Ja. Geht auf den Vierjahreszeitenwald, um ins Hochland zu kommen. Okay, danke schön. Auf in die Kanone.
Dann gibt es ich hätte ja noch gefragt, seid ihr eher mehr so der Schlafanzugtyp oder tragt ihr lieber ein Nachtkleid, aber. Ich glaube, die Waage übrigt sich, oder? Richtig. Aber ein langer oder ein kürzer Schlafanzug zum Beispiel. Ja. Lange Hose, langes Oberteil oder beides oder. So, ich trage ja immer so einen langen Schlafanzug und mit einem kürzen. Kannst du auch nicht. Was? Und wir fliegen und landen. Mitten in einen Wald. Und es ist ein Zapperle. Zapperle. Sie sind von Natur so. Geh vor, Steffi, du kennst dich am besten aus, oder? Aua! Ich bin auf meinen Kopf gelandet. Kopf, du meinst damit etwa die große Beule auf deinem Hals? Oh, das ist auch nicht sehr freundlich. Fangen wir noch mal den Zapperle. Zap, zippi, zu! Hör mal, das ist bestimmt ein Pruftschrei. Eines Zapfelmännchens. Blödsinn, er weint! Minion-Monster haben sein Dorf überfallen. Oh, dann müssen wir das retten, Leute. Okay. Würde ich auch sagen, wir beenden hier den Part und im nächsten Part retten wir die Zapfle ihr kleines Dorf. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Ciao.